Was ich übrigens am Anfang trotzdem effektiv finde, auch wenn viele sagen, oh, du findest ja genug Kohle, aber umso mehr Kohle du hast, desto schneller gibt's Essen und desto schneller kommst du auch in den Tiefen voran mit Fackeln etc. Na, okay, muss ich dir recht geben. Ausnahmsweise natürlich nur. Übrigens, wir haben schon zwei Betten. Wir haben zwei Betten? Ja, und in dem Ofen, der... Hast du Schafe getötet? Ja, der einzeln am Rand steht, da haben, das ist der Essensofen, da ist Lammfleisch drin. Hast du Schafe getötet? Nein! Nein! Lämmer! Nicht Schafe, Lämmer! Noch schlimmer! Du isst wahrscheinlich auch lieben gern Kalbsfleisch. Nee, muss ich sagen, nicht so sehr. Ich auch nicht. Ich muss sagen, Lamm esse ich gerne mal. Oder Zebra. Zebra schmeckt nämlich wie Lamm. Habe ich noch nie probiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider. Ich einmal. Und es ist lecker. Und ich muss sagen, die Tür, die du gebaut hast, deine Textur sieht echt gut aus, der Original Minecraft. Ja. Ich kann's eben. Ja, du kannst einfach craften. Alter, wie viele Schafe gibt's hier? Wir könnten eigentlich in ihre gesamte Generation jetzt hier ausrotten und es würden immer noch welche leben. Andi? Ja? Das ist Völkermord. Das sind zwar Schafe, aber das ist Völkermord. Du kennst mich. Ja. Dann ist doch an meine Fleischhammer, die mit einem Schuss die Raumstation. Nun ja. Also. Wisst ihr Leute, Andi ist schon so ein Völkermörder. Das ist eigentlich echt gemein. So schlimm bin ich nicht. Nein, bist du auch nicht. Nur an Sonn- und Feiertagen. Gut, ich will Gangens umbringen. Ja, das wollten wir übrigens auch machen. Wir wollten Star Wars Galactic Battlegrounds zocken, aber da Wumpe die Steam-Version hat und die Steam-Version, ich nenne es jetzt mal so, wie es ist, scheiße ist. Also, das ist auch... Die ist die scheiße, sie funktioniert, nur die Erweiterung funktioniert nicht. Naja, und die Erweiterung ist eigentlich das Coole daran. Und die hat alles aus dem normalen Ding mit drin. Deswegen habe ich auch beschlossen, dass ich Wumpe eigentlich die TOG-Version davon jetzt kaufe, so rein Ding, und dann gibt es auf Cheeto Play nicht mehr, weil jetzt die ganzen Versionen weggekauft worden sind. Ich vermute auch wirklich auch wegen dem Bundle, weil die Leute es auf Steam gesehen haben. Auf Steam hat sie Werbung funktioniert. Werbung für Cheeto Play machen. Und dann haben sie es. Schleichwerbung. Hallo, offizieller Partner, das steht in meiner Kanalbeschreibung. Nein, war ein Scherz. Das ist auch keine Schleichwerbung. Ich erzähle euch einfach nur Story of my life. Ja. Ich bin auch niemand, der Schleichwerbung macht. Ich bewerbe eigentlich echt immer nur das, was ich gut finde und das auch so erzählen und... Ja, ist ja auch richtig so. Ist ja auch richtig so. Anders als diverse andere. Ja, und YouTuber. Ey, hast du es mitbekommen, The Division? Ich meine, es ist ein geiles Spiel, ne? Da können wir uns beide nicht anders drüber streiten. Und ich habe eine Höhle gefunden, ne? Das, ja. Aber The Division, die haben es einer YouTuberin geschenkt. So einer Blonde, ne? Vollbusigen, sag ich mal, und die sollte es bewerten und die hat irgendwie geschrieben irgendwas mit Sex in der Division oder so ähnlich gleich am Anfang im Titel. Nee, das ist Far Cry Primal. Far Cry Primal war's, genau. Ja, ja, genau. Und Far Cry Primal ist ja eigentlich ein ganz geiles Spiel, sag ich, nur zu kurz. Einfach nur zu kurz. Und es wiederholt sich auch, zu sehr. Das ist auch der Grund, warum eine Streamerin, die ich gucke, wird das Spiel nicht spielen aufgrund dieses Videos. Ja, ich wollte es mir übrigens kaufen aufgrund dieses Videos, weil das eine gezahlte Produktplatzierung ist. Das hätte ich ja auch niemals kaufen auf dieses Video. Nee, ich wollte es mir kaufen, aber als ich dann das mit dem Video mitbekommen habe und auch gesehen habe, habe ich mir gedacht, nee, möchte ich nicht. Ja. Weil, tut mir ja leid, dann aber... Dann gerade so eine Person, ich weiß nicht, ob ich so jemanden gerne als Werbefigur hätte für mich. Nee. Oder für mein Produkt. Das ist, ich finde es einfach so unseriös. Ja. Also, ich sage jetzt mal, es wäre seriöser, würde man das irgendeinem Vollblut-Duty-Kanal geben sogar. Ja. Also wenn Harry Tutorial das vorstellen würde, dann wäre das sogar noch seriöser. Alter, der Regen hört sich ja mal gut an. Der ist wie immer, glaube ich. Nee, der hört sich anders an. Der hört sich jetzt mal ein bisschen mehr nach echten Regen an. Ich weiß es nicht, kann gut sein. Davor war es immer nur so ein Stimmt. Man kann nicht zwei Schwerter bewegen. Oh, ist ja langweilig. Jetzt wollte Assassin's Creed nachspielen. Nein. Nicht Assassin's Creed, sondern Skyrim. Genau. Dieser alte Kaschiden-Bastard.
Ey, lass mich. Ich glaube nix, ich hau nur drauf, auch wenn das ein bisschen nicht Khajiit-mäßig ist. Ja, das müsstest du mal meiner Freundin sagen, die zuerst ehrliche Arbeit gemacht hat und hat dann gesehen, dass sie mit Clown mehr Geld verdienen kann. Und sie spielt übrigens Khajiit. Sie nennt mich übrigens einen Khajiit-Rassisten. Ja. Aber tut mir leid, das Vorurteil bewahrheitet sich nun mal. Nicht bei ein. Guck mich an. Oder eher mein Charakter. Ja. Ich stehle nicht. Wumpe, du könntest eigentlich Skyrim streamen. Weißt du, ich stehle nicht. Ich loote nur. Wumpe, möchtest du mal kurz hinkommen und schlafen? Ja. Weißt du, Andi, ich loote nur, falls du. Falls du das, was ich meine, verstehst. Ah, jetzt ging's. Ja, wie mit der neuen Unturned-Version. Wir zocken zuerst mal. Wumpe kommt zu meinem Auto, kommt zu meinem Auto, steigt in mein Auto rein und sagt einfach nur so: Andi, ich will Loot! Ich will Loot! Das stimmt gar nicht. Doch, du bist in mein Auto einsteigen, hast du gesagt. Na gut, hast du die ganze Zeit davor gesagt, dass du Loot willst. Ach so, die Situation. Ah, Ja. ich habe jetzt gerade an die Situation gedacht, als ich auf dich getroffen habe. Ah ja, und dann gab es noch die Situation, dass ich mit meinem Auto fortfahren wollte und habe gesagt: Sorry, das ist ein Einsitzer, das geht halt nicht anders. Und dann habe ich ja gesagt: Sag mal, Wumpe, du versuchst doch mich jetzt gleich. Und so, ja, so, nein. Und dann habe ich halt gesagt: Na gut, dann fahre ich jetzt einfach weiter. Und auf einmal höre ich, wie es von hinten auf mich schießt. Und man beschießt auf mich und dann so: Du Wichser, hast mich zurückgelassen. Du hast mich zurückgelassen. Das war übrigens der einzige Schuss, den er mal drin hatte. Ja, und weißt du, er hat einfach super getroffen. Ja. Der hat echt Damage gemacht. Schwund ist immer. Ja. Hey, solange man nicht ist wie Das hat Niklas. meine Mutter auch gesagt, als sie mir auf den Kopf geschlagen hat. Das ist halt richtig lustig. Ja, Gewalt von Eltern sollte man eigentlich nicht unterstützen, ne? Aber es ist einfach so lustig. Entschuldigung. Das ist fast genauso wie Cartoon-Gewalt, weißt Finde ich vollkommen legitim. es ist irgendwie nicht. Also wenn es dir selber, also das gleiche passieren würde, dann Nicht wär's nicht lustig. lustig. Ich meine, wenn dir mal eine Analsonde aus dem Arsch rauskommen würde, würdest du nicht drüber lachen. Das kann ich schon verstehen. Wenn es bei Cartman rauskommt, dass du dann da drüber lachst, Ja, das kann ich natürlich verstehen. lache ich dann drüber. Ich meine, dazu auch nicht anders verdient. Ganz ehrlich. Ist ja nur Cartman. Ja. Ach, das wollte ich eigentlich auch nochmal spielen. Boah. South Park, der Stab der Wahrheit. Das erste Mal wirklich. Also ich habe es noch nie durchgespielt. Ah. Du legst eine Farm an. Ja, eine kleine, ich habe so ein Panzerhamm in meiner Hose. Oh. Übrigens, diese Witze werden bei uns im Let's Play niemals alt werden. Nein, die werden ständig kommen. Ich habe schon 11 Eisen übrigens. Auch an unangebrachten Stellen werden solche Witze kommen. Unangebrachte Stellen, sprichst du etwa von meiner Hose? Und die doofe Lache dazu, die müsst ihr auch ertragen. Hin und wieder habe ich das Gefühl, wir sind doof. In unserer Hose. Nein, Scherz. Diesmal nicht in unserer Hose. Diesmal in unserem Kopf. Ja. Ich höre bei mir in der Nähe Lava. Ich sammle Samen. Naja, das macht meine Freundin auch. Das hört sich falsch an. Guckt deine Freundin eigentlich die Videos? Nein, Gott sei Dank nicht. Jetzt war es auch ein bisschen Privatunterhaltung hier im Video. Nee, eigentlich guckt sie nicht meine YouTube-Videos. Also doch, sie hat schon ein paar gesehen, so ist es nicht. Aber ich glaube, sie würde die Witze verstehen, weil sie weiß, dass ich das nicht ernst meine. Ja. Hoffe ich zumindest. In meiner Hose. Oder für das Wohl meiner Hose. Ja, das ist legitim. Wobei, was hat denn Hose damit zu tun? Einfach alles. Angst führt zu Wut. Wut führt zu Hass. Hass führt zur dunklen Seite der Macht. Und die führt zu Cookies und Milch. Nein, die führt zu Hepatitis C. Und wie jeder weiß, ist das keine schöne Krankheit. Deswegen Hände weg von der dunklen Seite der Macht. Ja, die macht eure Leber kaputt. Ja. Mit Yes. ganz viel Alkohol. Nein, Hepatitis macht auch die Leber kaputt.
Ja, ich weiß, aber ich möchte einfach noch einen draufsetzen. Was? Kennst du mich doch. Hepatitis und Und Alkohol. Alkohol. Scheiße. Eigentlich soll man darüber keine Späße machen, weil Hämatit, das ist echt eine scheiß Krankheit. Ja. Weißt du, Wumpe? Wir looten jetzt hier schon die ganze Zeit. Ich sag jetzt mal looten. Aber wir haben noch keine Kiste gebaut. Ich level auch. Ich auch, ich bin Level 8. Ich bin Level 4, weil ich loote und level. Ha, ich bin doppelt so stark wie du. Ich liebe Trant. Trant ist super. Was ist ein Trant? Kennst du Trant nicht? Also, ich weiß schon, was Trant ist, aber du Von sag. Game One, Trant. Ach, Game. Oh nee, das hat mir voll gerade eben echt nix. Looten und leveln. Das Lied. Ach Das so. Video. Ah, da war was. Ich kann mich gar nicht mehr richtig dran erinnern, muss ich zugeben. Oh. Schicke ich dir Good gleich. old times, good old times, Leute. Ja. Ich bin so alt. Ich habe Game One. Nee, gar nicht. Ich habe Giga. Damals bei. War das bei. Oh, wie hieß denn der Sender? CBS? Nee, CBS ist ein amerikanischer. Nee, 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 du meinst bei, nee, Giga gab's, MTV? Davor hatten die aber eine einfache Sendung nur auf irgend so einem internationalen Sender. Okay. Hier mit so einem. Oh, mit so einem Fächer um das Logo, so in Regenbogenfarben. War das früher. Sagt mir jetzt nichts, um ehrlich zu sein. Hier, der Chat kann. Nicht der Chat. Ich bin schon im Stream drin. Die Zuschauer können uns doch sicherlich sagen, wo das war. Ja, darauf, verfickte Scheiße. Bist du tot? Nein, Ah, Skelett. fast. Und Skelette sind Achso. übrigens tödlich jetzt mit 1.9 auf hart. Weil die laufen nämlich zurück, Ja. die Wichser. Ja, deswegen gibt's ja jetzt die Schilde. Damit kannst du besser abwehren. Aber das hat mir niemand gesagt, dass man mit einem Schild besser abwehren kann. Und die Frage ist überhaupt, wie baut man ein Schild? Nein, ich bin nicht doof. Ich wette aus Schinken. Mmh, leckeres Oh. Schinken-Speckschild. Oh, ja. Oh ja, schleck mal. Weißt du, so Dinger, die man aufeinanderlegen kann? Ich stelle mir aber nur so vor, so ein richtiges Belgien-Schild, einfach das mit Fett aneinander geschmolzen ist, richtig fest. Und dann hast du ein Sandwich. Ja, Sandwich. Mit Toastbrot. Soll ich meine Kiste bauen? Ja, bau mal eine Kiste. Aber am besten, wir sollten gleich einen Kistenraum bauen. Das hat mir mein Gefühl. Kistenraum, Kistenraum. Tut, was immer ein Kistenraum tut. Sisi. Also das war gerade so eine Abwandlung von dem Spider-Man-Intro-Lied, also dem alten. Ach ja, Spider-Man, Spider-Man. He got his tongue in your Spider-Man. Ja. Spider-Man. Achso, ich habe ja so eine Vorliebe für Spider-Man. Ja, vor allen Dingen ein Spider-Man, der dir eine Prostata-Untersuchung gibt. Nein, damit fangen wir jetzt nicht an. Eine traurige Vergangenheit für Mike. Es geht mir auch so um die Spider-Man-Memes. Ja, du und dein 60 Spider-Man, ne? Ja, der ist super. Solltet ihr euch auch mal angucken. Ist Pflicht. Sag mal, was Sage ich ist denn jetzt. das für ein Wesen? Was denn? Hörst du es nicht, dieses. Wir haben hier einen Wildschwein-Zombie in der Nähe, glaube ich. Oder eine Hexe. Oder beides. Oder Gott ist mit uns. Oder Calvin Harris. Sagt der Chuck Tester was? Ist das ein Wrestler? Nein, das war auch so ein Meme, wenn man wenn man irgendwie. Also, da muss ich dir auch ein Video zu schicken, das versteht man sonst nicht. So. La
la la la la la la. London Bridge is falling down, falling down. Hör auf zu singen, das erschreckt die Zuschauer. Ach Quatsch, die Zuschauer lieben es, wenn ich sing. Die warten ja schon die ganze Zeit auf Zuckerrohr singt, der Kanal. Ja, das wird ein absoluter Hit. Ich glaube, ich werde gleich ein Album mit Andy produzieren. Getting an upgrade time to mine. Wie hast du jetzt die Achievements bekommen auf einmal? Ich habe. Moment mal, wieso hast du die bekommen? Ich hab doch gerade eben die Eisenspitzhacke gemacht. Ich habe eine Steinspitzhacke gemacht. Nein, ich muss jetzt hier erst noch mal eine Holzspitzhacke machen, bevor. Mal Benchmarking. Ich hasse dieses Spiel. Ich auch. Wir sollten es einfach schließen und nie wieder anfassen. Ja, wie meine Jugend. Ja, die bleibt auch verschlossen für ewige Zeiten. Jetzt ist es aber direkt noch neben mein Ohr. Was ist denn das für ein Scheißwesen? Komm her und ich schlitze dir den Bauch auf. Andi, du sollst nicht allen Leuten den Bauch aufschlitzen. Nur weil sie komische Geräusche machen. Das hab ich so gelernt. Geht nicht mehr. Ach, das ist ja kacke. Oder ging das überhaupt mal? Ich glaube nicht. Leuten den Bauch aufstützen? Das geht immer. Moment. Guck dir mal meinen Bauch an. Oh, okay, so. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? 40 Minuten, ja, das geht. Ihr hört jetzt von Norcott so. Was ist das? Ja. Wow, es klopft. Moment, ich bin da. Hallo, wer ist da? Wer will was von mir? Ach. Ich bin da. Achso. Ich muss mal kurz. Ich lege mich mal kurz wieder hin und schau mal weiter. Nach etwas. Was ist das? Es lacht! Ja, genau, das tut mich total verwirrend. Okay. Ich hab Angst. Angst habe ich. Gut, Wumpe, ich werde dir übrigens gleich etwas geben. Also, oh, warte. Nachdem wir beide wieder aufgestanden sind. Was willst du mir denn geben? Etwas Schönes. Ja, es wird dir gefallen. Meine Eisenrüstung. Nein, dafür haben wir nicht mehr genug Eisen. Du sagst, das wird deine Eisenrüstung rausgegeben. Weißt du, ich bin eben ein wahrer Abenteurer. Ich brauche keine Rüstung. Und wenn, ist sie aus Leder. Ach ja, aber dafür wirst du das jetzt hier genießen. Hier. Oh. Ein Schild. Der deinen Namen trägt. Hoch am Himmel steht. Weißt du, was mich, was für mich total jetzt blöd ist? Mit Rechtsklick machst du dein Schild. Ja, der ist in der linken Hand. Das verwirrt mich ein bisschen gerade. Ja, das ist immer so die Sache. Bei der Wii-Version für Zelda Twilight Princess haben sie sogar die ganze Welt gespiegelt, da der Großteil der Weltbevölkerung ja Rechtshänder ist. Ja. Und links ja und Link ja Linkshänder ist. Ach so, dass es für den dann besser ist. Damit die rechtshändrige Bevölkerung die Remote dann eben auch mit rechts bedienen kann. Jetzt fühle ich mich wie ein Zwerg übrigens. Mit der Spitzhacke und dem Schild. La 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 la. London Bridge is falling down, falling down. Nicht singen, das verschreckt die Zuschauer, Andy. Wann verstehst du es endlich? The London Bridge is falling down, falling down. Gut, dann muss ich dafür sorgen. Was? Ich glaube, da machst du dir mächtige Feinde, Bombe. Nein. Die Briten sind doch nett. Ja, solange du ihnen Tee gibst. Und dann werden sie asozial später. Das ist ein Vorurteil. Ich habe keine Vorurteile. Nein, du doch nicht. Du doch nicht. Wumpe, ich habe es geschafft, mit einer Fackel einen Kiesbrock zu stützen. Bin ich jetzt gut? Das funktioniert schon ewig.
Halt die Klappe, ich habe mich gut gefühlt. Ich bin super da drin, Leute, die sich gut gefühlt haben, nicht gut fühlen zu lassen. Dazu bringen sie nicht mehr gut zu fühlen. Ja. Aber ich kann es auch andersrum. Aber das macht weniger Spaß. Ja, und Spaß steht für uns immer an der vordersten Stelle. Ja, Spaß, Spaß, Spaß. Spaß macht Spaß und Spaß ist Spaß. Das hat mich gerade irgendwie an die Disco bei Japano-Schlampen. Yeah, Japano-Schlampen erleben schlampige Abenteuer. So richtig dreckig. Schlampig gezeichnet, schlampig animiert. So richtig beschissene Anime-Scheiße. Japano-Schlampen. Jetzt frag mich nicht, warum ich das einigermaßen auswendig kann. Warum nicht? Because it's a Stück Kultur. Ja, genau. Jeder Deutsche sollte irgendwo die Japano-Schlampen kennen. Ja, oder Cold Mirror wenigstens. Ja. Weil auch Cold Mirror ist Kulturgut. Ja. Und auch ihre Pornos. Wie zum Beispiel Harry Potter. Von den Andi. Ich weiß, ich bin super. Ich habe Redstone gefunden. Wir sollten eigentlich mal einen Marathon machen von den Harry Potter Parodien. Naja, schlampig gezeichnet, schlampig animiert. Ja, davon mache ich hin und wieder einen Marathon, wenn mir langweilig ist. Von Japano-Schlampen? Ja. Die sind aber auch echt cool. Ja, es ist aber auch echt nicht viel, deswegen geht das voll klar. Ja. Weißt du, Wumpe, ich habe gerade eben dieses Ding. Wenn du Redstone findest, die aber denkst, was soll ich jetzt mit Redstone anfangen? Wir bauen eine Steinbaumaschine. Hoho, ho ja. Was? Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Wird schon klappen. Wird schon klappen. Los, Eisenspitzhacke, auf zum Sieg. Du sagst Eisen, so. Ja? Ich hab Bedrock gefunden. Was? Ist das dein Ernst? Ja. Wie tief bist du? Ganz unten gewesen. Es ist doch gar nicht so tief von uns. Musst du mir unbedingt ein Schild in die Fresse strecken? Es ist so, gar nicht so tief. Ach so, da geht's auch noch weiter runter. Ja, natürlich. Ach du Kacke. Was machst du hier unten? Ich hab nach Kurs gesucht und hab nur Redstone gefunden. Ist fast das gleiche. Keine Sorge, es haut genauso rein. Ja, die Sache ist aber, dass wir keine Höhle gefunden haben. Ja, ich grab gerade eine an. Denke ich mehr oder weniger. Eigentlich ist das ja immer hab so. Hab eine Höhle angegraben. Da geht's aber tief. Ich hatte gerade einen Mini-Herzinfarkt. Oh Gott, das ist eine Schlucht. Moment, ich habe ja ein Schild. Und gleich fällt der runter. Ja. Siehst du da hinten auch das Skelett, das direkt neben dem Creeper steht? Ja. Fuck! Ich glaube, das sind Freunde. They are friends. They look so friendly with their fresh, brief skin. Ja, natürlich sind das Freunde. Warum sollte es keine Freundschaft zwischen Skeletten und Creepern geben?